Mit Google Docs bzw. Google Drive, wie es neu heißt, ist es extrem einfach, gemeinsam mit anderen eine Präsentation zu erstellen. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Google-Account. Du siehst, ich bin hier schon angemeldet und ich klicke auf Erstellen. Hier werden mir alle Möglichkeiten aufgezeigt. Ich wähle Präsentation und als erstes muss ich mich für ein Design entscheiden. Ich wähle ein möglichst schlichtes Design, beispielsweise heller Verlauf, und bestätige mit OK. Ja, wenn du schon mal mit PowerPoint gearbeitet hast, so wird es dir bekannt vorkommen. Die Benutzeroberfläche ist sehr ähnlich. Hier im Hauptfenster die aktuelle Folie, auf der linken Seite alle Folien untereinander, die du selbstverständlich in der Reihenfolge ändern kannst, und dann die wichtigsten Werkzeuge. Natürlich ist es nicht ganz so funktionsreich wie PowerPoint, aber für den Alltag reicht es bei weitem. Notieren wir gleich den Titel. Weiter arbeiten wir im Moment nicht. Du siehst, es ist automatisch schon gespeichert im Hintergrund. Ich gebe noch einen besseren Namen für die Datei statt unbenannte Präsentation. Das ist also die Präsentation der Gruppe 1. Und jetzt geht es ja darum, dass ihr gemeinsam daran arbeitet. Deshalb klicke ich auf Freigeben. Und hier lade ich nun weitere Personen per Mail ein. Vielleicht hast du diese Leute schon unter den Kontakten gespeichert, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, da kannst du schon diese ausgewählten Kontakte einfügen. Ich schreibe die E-Mail-Adresse meines Mitarbeiters rein und wähle, was er machen darf. Er darf selbstverständlich bearbeiten. Du könntest es auch so einrichten, dass er nur Kommentare hinterlassen darf. Da hättest du mehr Kontrolle über sein Produkt, aber er kann natürlich nicht wirklich mitarbeiten. Allenfalls könntest du die Datei noch veröffentlichen, dass also beispielsweise jeder diese Datei anschauen darf oder, falls gewünscht, auch Kommentare hinterlassen darf. So kann jeder, der eben den Link kennt, und der ist ziemlich versteckt, eben mindestens die Datei anschauen, ohne selber dann eben etwas reinschreiben zu können. Ich speichere das und speichere auch die Freigabe, und mein Kollege ist nun per Mail eingeladen. Ich klicke auf Fertig, du siehst hier, dieser Thomas Staub ist als Mitarbeiter eingeladen. Du könntest ihn auch nachträglich noch zum Eigentümer machen oder, wenn er Mist gebaut hat, eben ihn degradieren, dass er nur noch mitlesen darf. Oder natürlich ganz löschen. Der Eigentümer, der ist der Einzige, der eben noch weitere Leute einladen darf. Das will ich nicht, er soll nur mitarbeiten, aber sonst eben nicht reinpfuschen. Ich klicke auf Fertig. Schauen wir mal bei dem in den Mail-Account. Du siehst, er hat schon eine Einladung bekommen. Wenn er hier draufklickt, ist es drin. Beziehungsweise, wenn er sich bei Google Drive einloggt, so ist diese Datei zuvorderst. Und er kann direkt mitarbeiten, eine weitere Folie hinzufügen, die er dann mit Inhalt füllt. Ja, so einfach ist das.